So, guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream der Karriere mit dem FC St. Gallen. Wir haben heute vor, dass wir zumindest mal im Pokal weiterkommen und es besser machen als im letzten Spiel gegen Sior. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Ich denke, Ende Februar ist sicher drin. März müssen wir gucken, vielleicht Zürich, vielleicht auch noch Lausanne, weil der Stream wird heute nicht so lange gehen wie sonst. Müssen wir mal gucken, wie wir so durchkommen. Das letzte Spiel haben wir 3-1 gewonnen. Ugrinic ist zu teuer und hat nicht genug Potenzial für uns. Schade. Čiček unterschreibt einen Vorvertrag, sehr gut. Spari kriegt einen Vertrag. Ach, gucken wir mal, was der Vorstand will. Neuen Innenverteidiger. Ja, sehe ich auf Dauer auch so. Brauchen wir jetzt aber kein extra Meeting für. Die U21 gewinnt. Travis, wir scouten den Jungen. Den auch. Wo wir von Innenverteidigern sprechen, da wäre einer. Der hat nicht genug Zielstrebigkeit. Isufi könnten wir holen, vielleicht. Müssen wir gucken, wie wir es in der nächsten Saison brauchen. Wäre jetzt schon ganz gut, wenn wir ein paar mehr Schweizer holen, auch um den Vorstand ein bisschen glücklich zu stimmen. Und vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr ins Gehaltsbudget halten. Da sind wir jetzt ja nur 260.000 drüber. Noch. Okay, die Übersicht, dass ich jetzt gerade mehr einstellen darf. Pesio Vorvertrag, Novakovic Vorvertrag, Parenta hat unterschrieben. Und Cambral scheint wieder fit zu sein für das Spiel. Hat dem Vertrag angeboten. Lassen wir mal. Wir müssen gucken, dass wir da ein bisschen bessere Spieler kriegen. Die haben den zu 100% gescoutet und können das Potenzial von dem Jungen nicht einschätzen. Also bitte. Ganz wichtig, Cabral direkt wieder eine Startelf. Ja, ansonsten können wir nicht viel ändern. Es fehlen halt ein paar Stammspieler, das macht sich bemerkbar. Aber gucken wir mal, wie wir so durchs Spiel kommen. Wir schulden dem Sion nach dem letzten Spiel noch etwas. Also geht da raus und rächt euch. Sie sehen sich auf eine Revanche aus. Wir sind immer aufs große Ganze fokussiert, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass die Jungs nicht auch die Thematik im Hinterkopf haben. Sie wollen Wiedergutmachung leisten. Wie wichtig ist die Vielseitigkeit von Victor Ruiz? Okay. Zu sagen, er ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Und das bei einem Spielstand in der Schweiz. Über einen Spanier. Passt nicht.
A5 von ihm im Kader. Von der Flexibilität her wäre das sehr gut. Okay, und der Risa wehrt die erste Flanke ab. Risa befreit mit dem Kopfball. Ruiz schon mit Gelb. Gilmeno fängt den Einwurf ab. Babic setzt sich durch gegen Doi. Und der Torwart hält. Risa mit der Ecke. Leider zu ungenau. Und der Konter für Sio. Muheim, wehr den ab, bitte. Gut gemacht, Muheim. Und Muheim auf Gilmeno. Muheim. Fasli, Quintilla. Fasli, Muheim. Lang auf Babic. Legt zurück auf Ruiz. Quintilla probiert, aber ohne Erfolg. Muay mit dem Einwurf kommt nicht an. Und Quintilla holt sich den Ball auf Ariza. Probiert mit dem Ball auf Ruiz, aber der kommt nicht an. Ruiz holt sich den Ball zurück auf Ariza. Und da war leider keiner. Aber Cabral holt den Ball zurück. Auf Ariza, auf Quintilla, auf Babic, der legt quer auf Ruiz und das 1-0. Sehr guter Start. Das läuft auf jeden Fall schon mal besser als im letzten Spiel. Es war sehr gut, dass Babic stark noch an Ruiz gedacht hat und den quergelegt hat. Lee und Cabral mit zwei schnellen Gelben. Tiller legt drüber auf Görtler, auf Quintilla, auf Muheim. Der legt rein auf Gilmeno. Ah, da Risa verpasst den Abpraller. Cabral, Flanke kommt nicht an. Ja, Pekino mit dem Einwurf. Auf Zock. Gilmenor wehrt die Flanke ab. Und der Konter läuft über Quintilla. In den Lauf von Babic. Aber Torwart hält den Ball wieder. Babic ist mit der Chancenverwertung noch nicht so drin in dem Spiel. Leute, macht mal wieder was. Lasst sie hier nicht zu stark werden. Und der Einwurf von Muheim. Der kommt wieder nicht an. Aber Ruiz holt sich den Ball. Spielt raus auf Ariza. Ariza bringt den Ball rein auf Babic und der macht ihn rein. 2-0. Aber ich glaube, Babic wurde dann nur von Doi abgeschossen. Ich glaube, die Flanke kam eigentlich gar nicht an. Lacroix hat Babic angeschossen. Aber direkt vor der Pause das 2-0 nachgelegt. Das ist richtig wichtig. Gefällt mir gut, wie es bisher läuft. Fasli auf Görtler. Auf Quintilla. Freistoß von Ariza. Der kommt rein. Und Görtler, glaube ich, nur die Latte getroffen. Nuhu, hol dir den Ball. Cabral. Okay. Und Spieler vor von hinten über Fasli. Mit dem langen Ball auf den Gegenspieler. Ah, Fasli muss aufpassen. Er hat schließlich schon gelb. Das war schlecht verteidigt. Hätte nur näher am Gegenspieler sein müssen. Guten Tag, Esch.
Ja, nur hätte näher Null Drickes dran sein müssen. Dann hätte das verhindert werden können. Was fordern wir mal mehr? Leute. Arisa mit der Ecke, die wieder mal nicht ankommt. Ah, Fasli holt sich den Ball zurück. Aber da kommt keiner ran. Fasli verliert das Kopfballduell. Konter über Bemanga, der flankt rein auf. Das kann doch nicht wahr sein. Wer hat im 16er das Kopfballduell gegen Ulrikes verloren? War das Fasli? Ja. Und Ziege, der nicht wirklich die Chance hat, da noch dran zu kommen. Und Freistoß von Sio. Quintilla rennt einfach nur dran vorbei. Schon wieder über Bemanga ein Angriff. Nu ist dazwischen. Fasli ist zweimal dazwischen, abseits. So, dann wechseln wir mal eben für. Quintilla ist müde und nicht gut. Da kommt Stillhart. Für Arisa bringen wir Buba. So. Still hat es direkt am Ball auf Görtler. Der liegt im Fehlpass auf die kurze Distanz. Still hat wieder am Ball, wieder auf Görtler, auf Stillhart, Görtler, Stillhart, Gilmeno, Görtler. Stillhart mit dem langen Ball auf Buba, aber der war, Kopfball war zu schwach. Da müssen wir mehr sehen von den Jungs. Cabral mit der Ecke. Nee, Ruiz mit der Ecke. Uah. Ruiz kriegt noch einen Versuch. Ja. Stillhart auf Buba, der verpasst. Und es gibt wieder eine Ecke. So, Ruiz bringt die Ecke wieder rein. Da kommt wieder keiner dran. So, und Cabral grätscht den Ball ab. Ja. Wir bringen Finzer und der muss jetzt einfach na die letzten paar Minuten auf die Zähne beißen. Okay. Er muss für eine halbe Stunde tun. Wir waren die bessere Mannschaft und das müssen wir in der Verlängerung zeigen. Ich will nicht ins Elfmeterschießen. Buba kommt nicht in den Zweikampf. Okay. Und Muheim holt sich den Ball. Auf Fasli, auf Muheim. Stillhart. Gilmeno. Probiert ohne Erfolg. Cabral, Finzon, Ruiz, Gilmenor. Muheim holt den Ball wieder. Fasli, Muheim, Stillhart. Cabral, bring ihn auf, Buba. Legt zurück auf Stillhart. Ruiz. Und abseits. Also mit Einwürfen haben wir es nicht so in dem Spiel. Cabral auf Buba. Cabral, Seitenwechsel auf Ruiz. Der liegt draußen auf Muheim. Auf Finzon. Ruiz.
Das läuft gerade nicht so, wie wir uns das wünschen. Muheim auf Fasli. Auf Muheim. Legt in einem Bartic vorbei. Fasli wieder am Ball. Nuhu. Buba. Ja. Bringt den auf Ruiz und der macht da 3 zu 2. So, jetzt während die Wiederholung läuft, müssen wir wechseln. Wir bringen Joan für Babic, wir bringen Letar für Nuhu und wir bringen Adamo für Gilmeno. Ruiz raus auf Buba. Der verliert den Ball. Letar wird ab zur Ecke. So, kann bitte einer. Okay, abseits. Cabral schlägt den Ball nach vorne, kommt leider nicht an. Stillhardt probiert es nochmal mit dem langen Ball, auch erfolglos. Huber am Ball. Auf Adamu, Finson, Adamu. Stillhardt, Adamu wieder. Und wir sind weiter. Wir sind im Viertelfinale vom Pokal. Und das hochverdient. Das hätte aber niemals in die Verlängerung gehen dürfen. Nicht nach der Leistung in der ersten Hälfte. Das haben wir in der zweiten Hälfte komplett außer Hand gegeben. Zeigt uns einige Karten. Ja, ist jetzt aber nicht so schlimm. So, Flamenco kommt zur Probe für eine Woche. Und Ruiz. Spieler des Spiels. Okay. Flamenco ist auch aufgrund des Potenzials keiner, der uns in Zukunft gut helfen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wen könnten wir im Viertelfinale kriegen? Ibe wäre okay. Xamax wäre okay. Luzern ist okay. Detikon wäre super. Also die schweren Gegner wären Basel und IB. Alle anderen sind absolut machbar. Und dürften uns keine allzu großen Schwierigkeiten bereiten. Wir sind Favorit gegen Servet. Das war zu erwarten. Ich hätte den Jungs eine Pause geben sollen. Was für eine Auswirkung wird die gute Vorstellung in dem letzten Spiel Ihrer Meinung nach für das nächste haben? Wir müssen weiterhin hart arbeiten. Hat die positive Atmosphäre im Verein zu einem starken Lauf beigetragen? Wir haben schon eine gute Einheit hier. Das trägt auf jeden Fall dazu bei. Cantilla, wie wichtig wird er? Ach, ist ein guter Mann, wird ein gutes Spiel machen. Johann, beeindruckende Trainingsleistung. Hat er damit einen Platz im Team gegen Servet verdient? Vielleicht. Vielleicht schmeißen wir dem mal eine Startelf. Müssen wir gucken. Staubli, nein, wir verleihen keine Spieler mehr. So, also Dietikon wäre die einfachste Aufgabe. Und ich denke, Basel die schwerste.
Und wir kriegen Basel. Das kann doch nicht wahr sein. Warum kriegen wir immer die schweren Gegner? So, Babic hat in der Woche gut trainiert. So, da müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben noch Transferfenster, okay. Finzern ist mittlerweile bereit für 30 Minuten. Aber wir müssen richtig rotieren in dem Spiel. Campus kommt rein. Wir lassen Adamu mal ran auf dem Flügel. Stillhardt kommt rein. Caporal geht auf links. Rona kommt rein. Letar kommt rein. Ja, und wir gönnen Babic die Pause und dafür kommt Johan rein. Machen wir so. Dann haben wir Flexibilität auf der Bank. Und das ist immer von Vorteil. Wir sind der Favorit, also geht raus und zeigt das. Warum ist Johan schon besorgt? So, jetzt ist er motiviert. Ich erwarte ein faszinierendes Duell. Hatte zuletzt arge Probleme in der Formtabelle und ist auf dem 7. Das ist die Chance, Kapital daraus zu schlagen. Ja, sollten wir schaffen. Ich bin am Überlegen, jetzt doch noch einen Rechtsverteidiger auszuleihen. Ja, ein Linksverteidiger wäre auch nicht schlecht. Allerdings, wenn Finzorn fit ist, haben wir da kein Problem mehr, während wir bei den Rechtsverteidigern eigentlich dauerhaft ein Problem haben. Weil auch Cabral nicht wirklich stark ist. Das Problem ist, oh, zum einen, dass wir jetzt hinten liegen. Ich glaube, Letarte hat das Kopfballduell verloren. Gegen Kiey. Ja. Zigi nicht, sah nicht gut aus in der Situation. Was ich eigentlich meinte mit dem Problem, das wir haben. Wir werden keinen Rechtsverteidiger von der Konkurrenz kriegen. Zumindest keiner, der uns weiterhelfen kann. Es wird Basel und IB werden uns keinen Rechtsverteidiger zur Leihe abgeben, der bei uns Stammspieler sein könnte, weil der bei denen wahrscheinlich auch Stammspieler ist. Deswegen müssen wir da im Ausland gucken, wo wir noch einen kriegen. So, Zigi. Auf Nuhu. Adamo, Quintilla, Stillhardt, Quintilla. Stillhardt, raus auf Adamo. Der bringt eine rein auf Ariza und der macht das Tor. Ausgleich. Kurz vor der Pause. Den hat Adamo gut reingelegt. Gut, dass Juan vorher abgeschossen wurde von Ariza und er den erst im zweiten Versuch macht, ist jetzt nicht ganz so perfekt, aber geht. Oh, Adamo über den rechten Flügel. Legt zurück auf Quintilla. Stillhardt, Campos. Stillhardt raus auf Cabral. Der legt zurück auf Quintilla. Letar auf Cabral, zurück auf Letar, Quintilla auf Campos. Ariza probiert, aber daneben. Ariza ist schon wieder angeschlagen.
Anstellart, Campos. Und Yuan mit dem 2-1. Da haben wir das Spiel noch vor der Pause gedreht. Yuan beim Startelf-Debüt direkt mit dem Tor. Da lässt sich drauf ausbauen. Drauf aufbauen. So. Clichy mit der unfreiwilligen Torvorlage. So. Sagen wir den Jungs mal, dass wir bis jetzt unzufrieden sind. Letardo muss nicht demotiviert sein. Du bist der Grund dafür. Ja, Arisa hat sich wieder ein bisschen erholt. Ich werde den möglichst lange noch drauf lassen. Stillhart, Adamo, Stillhart, Campos. Irgendwie kommt der Ball zu Yuan, der leider im Abseits war. Nein. Der war im Abseits, weil Arisa abgeschossen wurde. Ehe. Frick mit dem Ball. Haut den langen raus, kommt aber nur das Cabral. Antunes ist durch und setzt den daneben. Glück gehabt. Nein, Nuhu, was war das für ein Pass? Gute Reaktion, Zigi. Und Stillhart auf Adamo. Der leitet den Konter ein auf Johan, der ist durch. Und Frick wehrt den ab zur Ecke. Arisa bringt den rein. Torwart wehrt ab, aber nur auf Campos. Der die nächste Ecke rausholt. Da werden wir jetzt aber Campos runternehmen für Muheim. Und Arisa nehmen wir runter für Babic. Ich bring nicht Muheim, ich bring Buba. Und setze Adamo auf links. Quintilla. Ach, schlechte Ecke. Caporal mit dem Einwurf auf Quintilla. Ah, schade. Schade, schade. So, wir nehmen Quintilla runter für Görtler. Wir nehmen Cabral runter für Muheim. Die Grätsche von Görtler war nicht gut, aber CG hält den. Oh, Letar segelt unterm Ball her. So, dann machen wir jetzt noch den letzten Wechsel und zwar bringen wir Fasli rein für Nuhu. Nochmal ein Freistoß für Servet. Ah, Johan holt, verliert den Ball. Babic holt ihn zurück. Adamo ist jetzt am Ball. Und verliert den gegen Emery. Holt ihn aber zurück. Legt den auf Babic. Der holt die Ecke raus. Und Muheim wird die reinbringen. Oh.
Heim. Stillhart, aber Frick ist da. Stillhart mit dem Freistoß auf Adamu. Er legt zurück auf Stillhart. Zurück auf Görtler. Weiter zurück auf Muheim. Letar. Stillhart. Babic. Juan. 3-1. Gutes Spiel von Juan. Der hat in diesem Spiel echt überzeugt. Babic, der ja aber auch die Übersicht beweist. So kann es weitergehen. Rona, geh da mal bitte hin. Ja, oder Muheim. Abpfiff. 3-1 gewonnen. Sehr gut. Das mit einer stark durchrotierten Elf. So kann man weitermachen. Müssen noch begeistert sein über das Comeback. Ja. Und die IB gewinnt 4-0 gegen Zürich. Das ist übel. Kampas fällt 2 Tage aus, Arisa auch. Das nächste Spiel ist in einer Woche. Gut. Müssen wir den Jungs auch keine Pause geben. Zumindest nicht extra. Dann können sich die Jungs bis dahin relativ gut erholen. So, Finzern und Staubli wieder im Training. Die Optionen kommen wieder. Alaram ist nicht gut genug. Adam Garib könnte gut genug sein. Louis Travis ist zu teuer. Dan Crowley. Jamie Cumming. Ach, die Jungs scouten wir einfach mal alle. Tun wir nicht. Wir brechen das mal ab. Ich suche auslaufende Verträge für Rechtsverteidiger. Scouten wir mal die mit einem Marktwert über 150.000. Dann Innenverteidiger. Machen wir genauso. Wenn es da deutlich mehr gibt. Wo bräuchten wir noch wen? Stürmer. Unten ein Flügelspieler. Also fürs Zentrum haben wir in der nächsten Saison Gil Menon und Essa-Hel. Und links und rechts haben wir gute Stammspieler. Die Backups sind auch okay. Brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Dann lassen wir das Scouten von Flügelspielern mal. Aber Rechtsverteidiger ist wichtig. Ach ja. Denke, Spieler suchen. Rechtsverteidiger. Da
Gibt es noch 80 Spieler, die auf der Liste stehen? Durion Sterling. Der ist richtig schnell. Das ist ein Flügel. Julian Araujo. Saad Abdulhamid. Der kann super verteidigen. Irgendwer dabei, bei dem ich weiß, dass sehr gut ist. Nee, sieht nicht so aus. Ach, schade. Jalen Lindsay. Nee, der ist nicht. Ach komm, wir probieren es einfach mal mit Duyon Sterling. Mal 20% übernehmen, das ist okay. Sagen der Stammspieler. Ansonsten haben wir nichts, was gerade so wirklich als Schwachstelle zählt. Nein, ich will keine PK haben, der Landay. Was? Das Angebot wurde akzeptiert. Es ist nur die Frage, ob Sterling ja sagt. Sterling sagt ja. So, ja, der ist nicht der beste Außenverteidiger. Guten Tag, Ciri. Ich lasse mal das Stellungsspiel trainieren. Ich muss Spieler registrieren. Und zwar Duyon Sterling. Zahl, das hält noch 2, 3 Monate aus, das wird also nichts mehr. Dann wird Sterling für den Rest der Saison seinen Rechtsverteidiger machen. Ich will Finzern immer noch nicht verleihen. Leute, seid ihr schwer vom Begriff? Ich will den nicht verleihen. Da müssen wir keinen mehr registrieren. Der einzige, der fehlt, wäre Lüchinger, aber der geht sowieso am Ende der Saison. Und der ist bis Mai oder so noch verletzt. Stillhart. Ja, komm, der Arzt kümmert sich mal um die Grippe. Jugendabteilungsleiter zur nächsten Saison vielleicht einen neuen. Hat wieder ein Training. Könnte ich jetzt hier die Mail dazu haben, dass Flamenco nicht mehr im Training ist? Im Probetraining. Danke. Definitiv wird der nicht kommen. Gegen Luzern, wir sind Favorit. Was sagt Jörg Stiel? Könnt leichter Sieg, nur wenn wir Sorgic unter Kontrolle halten. Okay. Wenn der das sagt,
jetzt Dergio gegen Luzern zur Verfügung stehen? Kann ich erst kurz vom Anpfiff sagen. Oliveira hat bei der Laie gut gespielt. Super. Denken Sie, er ist mittlerweile zu gut für die Old Boys? Nein. Soll die Saison da zu Ende machen? Beste Offensivreihe der Liga. Worauf führen Sie das zurück? Die Spiel Erfolg beginnt mit harter Arbeit und die Spieler sind bereit, alles zu geben. Wir haben eine der höchsten Ballbesitzquoten. Ja. Wichtig ist eine gute Heimbilanz von wesentlicher Bedeutung. Risa konnte bis jetzt 5 Tore auflegen. Wie viele Tore hat der Junge geschossen? 4. Alle in der Liga. Zeigt sehr gute Leistung. Das ist auch das, was wir von ihm erwarten. Wichtig ist es, dass er Risa Woche für Woche so konstant ist. Er ist einer der zuverlässigsten, die ich kenne, und da auch sehr wichtig. So, der Rasuva hat schlecht trainiert. Adamo und Babic haben gut trainiert. Sterling wollte ich jetzt nicht reden. Gucken wir mal, wie wir es gegen Luzern hinkriegen. Litas gesperrt, das heißt, was Lee ist da. Was, der gut, den könnten wir zumindest schon mal wieder einwechseln. Babic kommt wieder rein, Ruiz kommt rein. Ariza auf rechts, Gilmenor auf A10. Muheim wieder rein. Nehmen die Arasuba mit statt Juan. Der hat das zwar sehr gut gemacht im letzten Spiel. Ach, wir nehmen den mit und planen Adamo für die Flügel ein. Dann ist das jetzt unsere Startaufstellung. Sterling braucht noch eine Rückennummer. Er kriegt die 13. So. Zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Könnten wir in diesem Spiel von ihrer Mannschaft einen offensiven Fußball erwarten? Das konntet ihr bis jetzt in jedem Spiel. Genau deswegen sind wir die torgefährlichste Mannschaft der Liga. Quintilla mit dem Freistoß, der nicht ankommt. Ruiz zurück, Quintilla. Auf Wasli, Gilmeno, Görtler, Ariza mit dem 1-0. Dritte Minute, sehr guter Start. Ariza, der sich da sehr gut freigelaufen hat. Da hatte Müller nicht wirklich eine Chance, noch dran zu kommen. Freistoß für Luzern. Über Schaub. Sterling. Kommt nicht ran. Und am Ende geht der Ball daneben. Okay. Weiter geht's. Sterling auf Gilmeno. Auf Quintilla. Sterling. Quintilla. Gilmeno. Ariza raus auf Sterling. Gilmeno. Sterling. Quintilla. Ah, und der Schuss wird abgeblockt. Und Quintilla legt den raus auf Ruiz. Der legt ab auf Muheim. Ruiz. Ecke.
Parisa bringt den rein. Erfolglos. Fast Lee am Ball. Auf Ruiz. Zurück bis auf Muheim. Görtler, Muheim. Ah, Ruiz. Legt den quer. Kommt nicht an. Muheim. Quintilla. Probiert es aus der Distanz. Sterling mit der Flanke auf Babic. Der im Abseits war. Arisa bringt den Ball rein. Da ist ja mal gar keiner. Quintilla, Nuhu. Quintilla verliert den Ball. Holt aber. Das ist kein Elfmeter, das war Ball gespielt. Sehr gut. Oh, weil Luzern muss da einer verletzt runter. Okay. Muheim auf Ruiz. Und der Riesa-Schuss wird abgewehrt. Riesa bringt den Ball rein. Aber Babic köpft drüber. Mit dem 1-0 in eine Pause, was, ja, man könnte schon fast sagen, dass es verdient ist. Aber die Jungs können mehr. Ruiz kommt nicht in den Zweikampf. Das ist im Moment... Okay. Einwurf Sterling. Auf Arisa. Zurück auf Quintilla. Gilmenova nicht im Abseits. 2-0. Schönes Ding. Das Gilmenova war auch der einzige, der reagiert. Ruiz ist ein bisschen außen vor. Okay, Quintilla Freistoß. Babic 3-0. Nutzt mal die Chance, um Ruiz runterzunehmen. Ist durch. Ja. Keine Glanzleistung von Ziggy. Da hätte er besser reagieren können. Zum Beispiel mit einer Bewegung nach links und nicht nur einer Drehung. Ziggy auf Nuhu. Sterling. Komm schon, spiel deine Geschwindigkeit aus. Görtler, hol dir den Ball. Görtler blockt den ab. Adamu, Görtler, raus auf Arisa. Ah, Müller hält. Friedek mit dem Freistoß in eine Mauer. Lee holt den raus. Arisa. Hm.
Nur wo schlägt Müller denn hin? Na, Fasli kann bitte. Muheim hebt das Abseits auf. Muheim hebt das Abseits auf. Ja, Muheim, der nicht schnell genug hinten rauskommt. Muheim, du musst deinen Fehler wieder gut machen. Damo. Muheim auf Quintilla. 4-2. Also Tore außer Distanz kann Quintilla. Da ist der definitiv der richtige Mann für. Ja, und mit dem Tor und den zwei Vorlagen wird er auch zu Recht Man of the Match. Ah, Sterling verliert das Kopfballduell und ein Diya ist durch. Also defensiv sind wir in dem Spiel Katastrophe. Gut, dass wir offensiv extrem stark sind in dem Spiel. Moheim hätte da besser verteidigen können. Ja. Dann am 1 gegen 1. So, wir nehmen Fasli runter und geben Stergiou das Comeback. Yuan kommt rein für Babic. Dirassuba gibt sein Comeback. Und Finson bringen wir nochmal rein für ein paar Minuten. Finson. Seitenwechsel auf Ariza. Sterling. Bringt den Ball rein auf Görtler. 5-3. Und jetzt bitte nicht direkt wieder einen Anschlusstreffer kassieren. Der Pass zu Görtler darf aber niemals ankommen und in der Szene darf Görtler auch niemals treffen. Wenn man das mal realistisch betrachtet. Stergiou, Salifu, zurück auf Zigi. Nuhu, Sterling, Quintilla, Ariza. Salifu. Ecke. Ariza. Kommt nicht an. Ariza kriegt noch eine Chance. Quintilla, Salifu, Quintilla probiert's nochmal aus der Distanz. Nächste Ecke. So ein Freistoß habe ich auch noch nicht gesehen. Ziggy. Weit auf Salifu, raus auf Ariza. Rein, Adamus, 6-3. Damit dürfte das Spiel durch sein. Das Spiel müsste durch sein. Adamu, der komplett frei im 16er einköpfen kann. Finson haut den Ball raus. Und Schlusspfiff. Schöner Sieg. Defensiv absolut nicht überzeugend.
Aber alles in allem war es ein gutes Spiel. Wie lange denken Sie, dass Sie noch ungeschlagen bleiben können? Lange. Könnte Überschätzung und Selbstgefälligkeit ein Thema werden? Nein. Früher Tor von Ariza, war das wichtig? Ja, hilft auf jeden Fall. Ndiaye mit dem Hattrick. Haben mittlerweile 11 Punkte Vorsprung. Ja, allmählich können wir schon sagen, Ziel ist Meisterschaft. Ungeschlagene Heimspiele sind wir bei 10 Spielen. Wie wichtig ist es, dass der Kibun Park zu einer uneinnehmbaren Festung wird? Heimstärke ist immer wichtig. Fans haben sicherlich genossen. Unsere Abwehr beeindruckte mich nicht. Ja, Cantillas Tor war klasse, wie so gut wie jedes. Ich würde lieber über meine eigenen Spieler sprechen. Und direkt die nächste Frage zu dem Jungen. Erstmal. Die Scouts haben gerade genug zu tun. Die wollen wir mal nicht mehr belasten. Ich reduziere das mal noch auf schweizweit, damit nicht das gesamte Scouting-Budget nächste Woche weg ist. Achso. Ligatore in einem Spiel. Nicht in einer Saison. Das wäre ein bisschen früh. So, Sergej Bulbat könnte ablösefrei kommen. Acuña. Wobei. Antonio Conte. Ach, Rafa Navarro. Wieso kann ich. Ach, weil das wieder ein Leihspieler ist. João Correa, der ist auch nicht gut genug. Beides. Ah, 24, ja. Sergio Carrera. Der ist erst 20, der hat eine gute Zielstrebigkeit, ist schnell. Hätte ich auch gerne zum Probetraining. Takakabatze. Für einen Außenverteidiger hat der echt gute Werte. Atem Sokol. Stenbroggi. Der ist auf jeden Fall ein klasse Talent. Und der hat die wichtigen Werte alle relativ hoch. Was sagt denn der Berater? 264.000 will er im Jahr. Vielleicht holen wir uns zwei Rechtsverteidiger. Einen talentierten und einen erfahrenen, der auch schon richtig gut ist. Ach, da gehen die Innenverteidiger los. Das heißt, wir sind mit den Außenverteidigern durch. Status. So. Hernan de la Fuente wechselt schon zu Chicago Fire. Okay. Sergi Bolbert wäre eine Möglichkeit. Erstmal hätte ich gerne die Besten. Der hat auch schon eine Anfrage auf dem Tisch.
Da hat die Deckung nicht gut. Was Wiesner? Wissen wir zu wenig. Bad Newcop. Ich glaube, Takakabatze wäre eine gute Möglichkeit. Ja. Macht mal Kakabatze mal ein Vertragsangebot. Rotationsspieler ist okay. Ja, jeden Tag ist das Ziel. Und Hallöchen. Auch wenn ich es morgen und übermorgen wasch. Also übermorgen wird es definitiv nix. Morgen muss ich mal gucken. Vielleicht ein Abend. Aber halte ich eher unwahrscheinlich, dass ich das morgen schaffe. Das Budget doch angepasst. Nein, ich kann ihm nicht genug Geld geben. Die Auflaufprämie ist eigentlich auch zu hoch. Na gut, probieren wir es vielleicht. Keine Chance. Dann Sergi Bolbert ist in der Deckung zu schwach. Ein Drift-Training bei BMW? Wo? Wo gibt's das? Wo ist denn das? Ja, das wäre mal so ein cooler Tagesausflug, glaube ich. Das könnte lustig sein. Wenn du das empfehlen kannst, dann ist das ja schon mal gut. Verdammt, welcher war der, der schon gut ist und so talentiert war? Ja, Nadia Zotea. Alle so viel Kohle. Ja, das Transferbudget nächste Saison erhöhen. Das reicht mir nicht. Ja, gut, aber der Vierer, der ist designtechnisch eher schwach. Vor allem, wenn man sich bei dem mal anguckt, was sie da vorne mit dem Kühlergrill gemacht haben. Das geht ja gar nicht. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und wenn man den in der Garage parkt, immer vorwärts rein, damit man es sich nicht angucken muss. Ich hoffe, dass die das ändern. Wenn die damit in Zukunft so weitermachen, könnte das tatsächlich mit dem Meme wahr werden, dass wir da in 50 Jahren fahren und einen Heizkörper haben.
Und das als Auto verkauft wird. So, wir spielen angeblich nicht vertikal genug. Deswegen haben wir auch nur 15 Tore mehr geschossen. Staubli verbessert sich wieder. Fassli gesperrt, Stergio, wie lange hältst du durch? 45 Minuten nur. Letar, aber verbannt mit dir. Campos wieder mitnehmen. Johannes Backup für den Sturm dabei. Oh. Tiller, wie lange braucht er noch? Drei Spiele bis zur Vertragsverlängerung. Muheim. Noch zwei. Super. IB. Zeigt alles, was ihr dr könnt. Ich will maximalen Einsatz sehen. Hier kommt jeder gerne zur Arbeit. Müssen Sie sich nun Sorgen machen, dass eine Niederlage das Selbstvertrauen beeinflusst? Nö. Nsame, 18 Tore, spielt eine sehr gute Saison. Heftig. Ruiz, Gilmeno, Tiller, Gilmeno, Babic, vom Abseits. Wenn Hefti nicht so viel wert wäre, könnte man versuchen, den zurückzuholen. Dann hätten wir einen guten Rechtsverteidiger für ein paar Jahre. Ah, Görtler. Gilmeno. Raus auf Arisa. Ah, setzt sich da schön durch, aber zieht daneben. Ruiz. Fordern wir mal mehr von den Jungs. Gamaleo kommt dazu einfach durch, aber Ziggy wehrt ab. Und Kuntilla köpft die Ecke raus. Görtler kommt nicht dran. Letta auf Quintilla. Görtler lang auf Bobic. Zurück auf Ruiz. Außennetz. Na los, Jungs. Quintilla. Ah, schade. Hefti mit der gelben. Risa blockt ab. Muheim schlägt den raus. Lefort zurück auf den Keeper. Jetzt kommt der lange Ball. Arisa, Quintilla. Raus auf Arisa. Arisa zieht in der Mitte. Gilmeno, Quintilla. Görtler, Ruiz. Ah. Oh nein, Nuhu. Ziegelt. Alles in allem, ja, ausgeglichenes Spiel.
Wo ist es noch nicht motiviert? So, jetzt sind sie alle motiviert. Dann zeigt den Young Boys mal, was wir eigentlich können. Muheim, warum holst du dir gelb? Das müsste ab. Ja, abseits. Klare Abseitsposition. Oh ja, für einen Freistoß ist das klar. Sterling. Auf Gilmour, Sterling. Ich würde mir wünschen, dass Sterling mal seine Geschwindigkeit ausspielt. Babic. Ah. Ruiz, die bringt die Ecke rein. Und Görtler war da tatsächlich dran. Ruiz Freistoß. Wieder Görtler und wieder drüber. Von Balmos auf Kamera. Lia. Letas. Komm. Nur schafft's da mal dazwischen zu kommen. Sterling, bitte. Letar kommt dazwischen. Und der Konter über Gilmeno. Babic, Gilmeno, Babic, Görtler, Risa. Quintilla. Risa, Babic. 1-0. Und der von Ibe verletzt sich beim Versuch, den Ball zu erobern. Wer war's? Lauper. Was war denn das für ein Versuch, in Zweikampf zu kommen? Da kann man sich doch nur verletzen, wenn man einfach vor den Gegner hüpft. Selten dämliche Aktion. So, 80. Arisa geht runter. Da verrückt Babic auf den Flügel und Juan kommt rein. Görtler kommt runter für Stillhart. Finzern kommt rein. Cabral kommt rein. Und Stergio kommt rein. Ja, Cantilla hat nicht gut gespielt, aber die anderen waren müde. Finzer und Stillhart. Gilmeno, Babic, Gilmeno. Cabral. Babic. Ruiz. Kamera hält den drin. Quintilla holt den zurück. Finzon. Ruiz. Schade. Schade, schade. Ruiz bringt die Ecke rein. Nuhu. Ah, passiert nichts mehr. Babic, der den Ball verliert. Stillert holt ne zurück. Finzon. Probiert's, aber der landet am Ende nur beim Keeper. Nuhu, geh dazwischen. Son Gilmeno. Bringt den Ball vorbei zu Ruiz. Joan. Da haben wir Glück gehabt, dass Lefort noch da war. Finzon.
Gilmeno. Ah, heftig dazwischen. Quintilla klärt. Finzern mit dem Freistoß auf Stillhart. Ende 1-0 gewonnen gegen IB. So kann es weitergehen. Vor allem muss es so weitergehen, wenn wir tatsächlich Meister werden wollen. Wobei IB da nicht mehr wirklich was mitzureden hat. 14 Spiele noch. Abschließende PK. Ja, Videobeweis. Wie oft wollt ihr mich in dieser Saison noch diese Frage stellen, wenn ich jedes Mal dasselbe antworte? Sergio ist unzufrieden und wird nicht berücksichtigt. Der ist nicht fit. Leute. So, Moheim wird im nächsten Spiel spielen. Flamenco hat nur, der wird nicht kommen. Nico Schlotterbeck, ja. Vielleicht. Lindström vielleicht. Christensen vielleicht. Mai vielleicht. Edmundsen vielleicht. Ende war der Sieg hoch verdient. Okay. Victor Just. Könnte ein guter Innenverteidiger sein. Aber Rechtsverteidiger sehe ich da halt tatsächlich als größeres Problem. Den scoutet haben wir weiter, bitte. George Johnston auch. Den Jungen auch. Ah, den braucht man nicht. Reine Barrero. Kann aber nur als Innenverteidiger. Ogila ist einer in. Ja. Kannst du auch rechts? Nein. Wenn wir hier Spieler hätten, die auch rechts spielen können. Das ist das falsche Rechts. Wir brauchen die Budgets für die nächste Saison. Damit wir endlich wieder Spieler holen können. Anna PK nehmen wir natürlich teil. Wir haben zuletzt 2-1 verloren. Ich bin davon überzeugt, dass wir gewinnen, wenn wir gut spielen. Dass wir das können, weiß ich. Moussa Nou, wird er geschont? Rede ich nicht drüber. Auswärtsform war beeindruckend. Ja. Ich denke, wir alle, und da schließe ich mich ein, haben Spaß daran, anderen den Tag zu verderben. Ja. Zumindest fußballtechnisch bei Auswärtsspielen. Situation von Trainer bei anderen Vereinen. Sage ich nichts zu. Next Gen. Trainer. 10 Spiele, 12 Mal eingewechselt, Tor, 3 Vorlagen. Bellingham hat mehr gespielt. Den soll Bellingham kriegen. Täuscht. Leute.
Ihr sagt mir, ihr seid damit einverstanden, wenn ich dem 74k pro Jahr zahle. Darf auch mehr sein. Und beschwert euch im Anschluss, dass ich dem 74.000 pro Jahr bezahle? Für das halbe Jahr, dass er hier ist? Habt ihr sie noch alle? Wissen auch nicht, was sie wollen im Vorstand. Die haben alle Verträge bekommen. Habe ich hier beim letzten Mal gemacht. So, Zürich. Wie spät ist? Ja, das wird für heute das letzte Spiel sein. Dann sollten wir das noch positiv abschließen. Dann müssen wir mal gucken. Dann geht's vielleicht morgen Abend weiter, spätestens Samstag. Wir nicht noch irgendwen? Nee. Doch, Adamo. Der kann wieder kommen. So. Und zwar, wir sind der Favorit, also raus mit euch. Macht es für die Fans. Wir sind in der Formtabelle wieder auf dem ersten. Tosin Aygün ist in der Swiss Super League einer der besten Dribbler. Haben Sie einen Plan, ihn aufzuhalten? Ach, wir müssen ihn im Auge behalten. Okay. Offensichtlich hat es vor dem Spiel geschneit. Leute, macht mal ein bisschen was. Na los. Schettin mit dem Einwurf. Letar, kommen Zweikampf. Okay. Ruiz haut den Ball nach vorne. Erstmal aus der Gefahrenzone raus. Letar, der scheinbar sehr gut spielt bis jetzt. Görtler bringt den rein. Ah, Schettin. Görtler auf Quintilla. Görtler. Muheim. Görtler wieder am Ball. Quintilla, Görtler, Quintilla. Ah, Fehlpass. Arisa holt den Ball zurück. Bleibt erst in Kololli hängen. Gilmeno. Auch direkt auf Brecher. Wallner mit dem Einwurf auf Cemaili. Janjicic, Wallner, Aygün, Janjicic, Gilmeno, sag ich schon. Der rennt einfach nur da rum. Oh, Arisa, Babic und Brecher fischt den noch raus zur Ecke. Arisa bringt die Ecke rein. Ohne Erfolg. Gilmeno. Ah, der war zu lang für Ruiz. Sterling, Risa, Sterling und Brecher. Sterling verliert das Kopfballduell, aber Muheim hebt den ab. Das ist bitte ein katastrophaler Fehlpass, schade. Aygün, Ziege hält. Und Ziege hält noch den Kopfball. Raus auf. Also bitte, den Konter hätte er doch noch durchlaufen lassen können. Äußerst unglücklicher Moment, um die Halbzeit abzupfeifen. Alles in allem ist das kein gutes Spiel. Absolut nicht gut.
Katar raus auf Arisa. Ah, Fehlpass. Chetin. Ah, Sterling läuft den ab. Letar. Babic, Arisa. Zurück auf Sterling. Letar. Weit raus auf Ruiz. Görtler. Fasli. Lang und weit, aber da kommt nur Chetin dran. Fasli hat den wieder. Ruiz. Und Babic mit dem 1-0. Das Dazwischengehen von Sobiech war es, glaube ich, war nicht gut genug. War das Sobiech? Ja. Da hatte Sobiech zu kurze Beine. Aber schönes Ding von Babic. So, und dann wechseln wir ein bisschen durch. Adamo kommt für Ruiz. Für Fasli kommt Stergiou. Letta, Sterling. Spielt den Ball lang. Stergiou wieder. Adamo, Stergiou. Sterling. Arisa. Lass nochmal probieren. Ah, gehen wir nur ans Außennetz. Ja, mittlerweile läuft es auch offensiv in dem Spiel. Quintilla, Risa. Quintilla. Ah, und Wallner dazwischen. Aber Muheim hat den wieder. Stergiou. Der ist drin geblieben. Adamu bringt eine rein und der Risa köpft drüber. Stergiou haut den einfach nach vorne. Sterling, Gilmeno, Adamu, Quintilla, Muheim. Kam leider nicht an die Flanke. Görtler, Quintilla, Adamu, Wallner. Ragic lang. Muheim, nimm Gnonto den Ball ab. Marquezano. Da war ja mal gar keiner dran. Arisa verletzt sich im Sprint. Ach Mensch, das muss doch nicht sein. Nehmen wir Adamo. Ne, wir nehmen Babic auf rechts und bringen Juan. Und Quintilla nehmen. Nee. Nehmen Gilmeno runter für Diarrasuba. Dann kriegt Salifuma wieder Spielzeit. So, und der letzte Wechsel des Tages. Nehmen wir Muheim runter für Finzon. Sterling auf Babic, auf Quintilla. Die Flanke ging durch bis Adamu. Finzon. Ja, Finzon. So, Quintilla kann, schafft es nicht, um Ragic abzulaufen. Dumm wie er aus dem Rückraum, aber Ziggy hält. Und weit nach vorne. Adamu nimmt Sobiech den Ball ab. Ah, der war schwach, Adamu.
Aber Babic hat den drin behalten. Adamu wieder. Finzon. Bringt den rein. Görtler. Salifu. Sterling. Da ist nur einer von Zürich zwischen. Oh, und jetzt Letar alleine. Das war stark. Das war richtig stark von Letar. Und Adamu haut den raus. Mehr passiert auch nicht. Quintilla nochmal mit dem Freistoß. Und so, 1-0 gewonnen. War ein verdienter Sieg. Damit war's, würde ich zumindest sagen, ja. Wir haben jedes Spiel heute gewonnen. Gut, waren nur 5 Stück. Aber alles in allem war das erfolgreich, würde ich sagen. Nein. Einmal reloaden, bitte. So, dann. Wen raiden wir denn mal? Wie sieht's bei ihm aus? Gut, dass ich den Sound schon gemutet habe. Die Werbung braucht keiner hören. Da raiden wir mal nicht. Dann raiden wir mal den Kerl. Wo war's? Da. So, dann raiden wir mal Zumbe TV. Der ist auch gerade auf M am Stream. Unterstützen wir den mal ein bisschen. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend und vielleicht sehen wir uns morgen. Wahrscheinlicher ist aber eher, dass es erst Samstag was wird. So, von dem her, euch allen noch einen schönen Abend und bis die Tage. Ciao.